Anders als eine betriebliche Altersvorsorge ist die betriebliche Krankenversicherung noch recht unbekannt und eher selten anzutreffen. Was eine betriebliche Krankenversicherung überhaupt ist, wie sie dir schnell ein finanzielles Plus von 1000 Euro und mehr pro Jahr verschaffen kann und welchen unbezahlbaren Vorteil sie dir bieten kann, das erfährst du in diesem Video. Dieses Video ist nicht nur für dich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines Unternehmens gedacht, sondern auch für Menschen, die in Personalverantwortung stehen und oder ein Unternehmen leiten. Teile dieses Video daher gerne, damit noch mehr Menschen die betriebliche Krankenversicherung kennenlernen und zukünftig von ihr profitieren können. Zuerst einmal ist eine betriebliche Krankenversicherung eine Ergänzung deiner gesetzlichen Krankenkasse. Sie kann verschiedene Bausteine umfassen, beispielsweise Heilpraktika, Brille, Zähne oder einen stationären Krankenhausaufenthalt. Die betriebliche Krankenversicherung kann vom Arbeitgeber finanziert werden oder optional auf eigene Kosten angeboten werden. Auch eine Mischung ist denkbar. Die Rahmenbedingungen und auch die Bausteine, die dir zur Verfügung stehen, legt dein Arbeitgeber fest. Umgekehrt kannst du bei einer arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Krankenversicherung natürlich entscheiden, ob du sie in Anspruch nehmen möchtest oder nicht. Eine betriebliche Krankenversicherung kann dir einen großen finanziellen Nutzen leisten. Beispielsweise, wenn dein Arbeitgeber dir Tarife zur Verfügung stellt, über die du 100 Euro Erstattung für eine Sehhilfe im Jahr bekommen kannst, du für deine professionelle Zahnreinigung eine Erstattung in Höhe von 100 Euro in Anspruch nehmen kannst und indem du vielleicht 1000 Euro beim Heilpraktiker jedes Jahr an Leistungen in Anspruch nehmen kannst. So kommen schnell 1200 Euro zusammen und hochgerechnet über die nächsten Jahrzehnte ist das eine stattliche Summe. Zusätzlich zu der Tatsache, dass du bei einer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Krankenversicherung keinen Aufwand für den Beitrag hast und du von umfangreichen Erstattungen profitieren kannst, bietet auch der Rahmenvertrag, den das Unternehmen für seine Mitarbeitenden schließt, deutliche Vorteile für dich. Beispielsweise verzichtet ein Versicherer in einem Rahmenvertrag auf Wartezeiten oder auch auf Erstattungsgrenzen in den ersten Versicherungsjahren. Das bedeutet für dich, dass du ab dem ersten Tag Anspruch auf die vollen Leistungen hast. Ein weiterer Vorteil im Vergleich zu einem privat geschlossenen Vertrag ist eine Rabattierung des Beitrages. Diese geht häufig mit dem Abschluss eines Kollektivvertrages einher. Beispielsweise, wenn dein Arbeitgeber dir anbietet, noch zusätzliche Bausteine eigenfinanziert abzuschließen. Der folgende Effekt ist sogar unbezahlbar. Häufig gehen Kollektivverträge damit einher, dass der Versicherer auf Gesundheitsfragen verzichtet oder diese deutlich verkürzt. Das sorgt dafür, dass Menschen mit Vorerkrankungen überhaupt erst die Chance haben, einen entsprechenden Schutz zu buchen. Im Privatgeschäft mit Gesundheitsfragen wäre dies für sie vielleicht unmöglich. Die Intention und der Nutzen für ein Unternehmen liegen mehr oder weniger auf der Hand. Eine betriebliche Krankenversicherung kann ein zusätzlicher Baustein sein, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, gerade in Branchen, in denen Fachkräftemangel herrscht. Neben den bereits beleuchteten Vorteilen für die Mitarbeitenden und einer zusätzlichen Bindung an das Unternehmen kann eine betriebliche Krankenversicherung auch die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden fördern. Gesunde Mitarbeiterinnen und gesunde Mitarbeiter, gleich weniger Krankenstand. Hast du weitere Fragen zu dem Thema oder möchtest du vielleicht deinen Arbeitgeber davon überzeugen, eine betriebliche Krankenversicherung einzurichten? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dieses Video hilfreich für dich war, dann lass mir unbedingt noch einen Daumen nach oben da. Wenn du darüber hinaus offen bist für Impulse rund um das Thema Finanzen, folge mir auf Instagram, lass diesem Kanal hier ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.